Wir kommen zurück. Wir machen eine Gefährten-Nebenmission Episode hauptsächlich, wo wir schauen, dass wir ein paar Nebenmissionen von den Gefährten machen, noch schnell mit Adam reden. Die Adams Family mit dem Gründen. Und dann mal eine Fight-Episode machen. Es wird jetzt Zeit, dass ein bisschen gefightet wieder wird. Sonst wird eh nur gesprochen. Apropos sprechen. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Oh, ups. Der Patriarch Victor scheint das eigentliche Oberhaupt der Morkons zu sein. Ich fürchte, auf ihn müssen wir aufpassen. Gut zu wissen, jedoch, wenn wir ehrlich sind, trifft das ja wohl auf fast alle Morkons zu. Elexitor Ekrom führt das Volk der Alps mit Sinn und Verstand. Das stabilisiert sie, im Moment jedenfalls noch. Ja, der Verstand war nie das große Problem der Alps. Sie haben etliche andere Probleme, mit denen sie sich ständig herumschlagen müssen. Wie zum Beispiel rote Augen und zu wenig Effizienz. So röter die Augen, umso mehr effizient. Die Kleriker kommen erst langsam wieder auf die Beine. Im Moment sind sie wohl keine große Hilfe. Ach, man darf auch nicht vergessen, dass sie aus ihrem Land vertrieben wurden. Das wird wohl noch dauern, bis diese Wunden verheilt sind. Judikator Reinhold hat alle Hände voll zu tun, die Kleriker wieder auf Vordermann zu bringen. Ah, ein bekannter Name. Nun, dann wissen wir zumindest, mit wem wir es zu tun haben, wenn es darauf ankommt. Sollte das nicht reichen? Ja, wir haben jetzt endlich genug Informationen über die anderen Gemeinschaften. Gute Arbeit. Lass mich jetzt noch einmal alles genau analysieren und Abgebrochen. dann werden wir in Kürze die nächsten Schritte einleiten. War es das jetzt? Beinahe. Ich will da noch eine Sache geklärt haben. Ich glaube, es wäre gut, wenn du dich jetzt erst einmal um die Sicherung der Bastion und deine Waffengefährten kümmerst. Mach Geh ich. zu Tialk, deinem selbsternannten Feldherrn, und kläre das. Erst wenn du das erledigt hast, werden wir uns weiteren Schritten widmen. Was für eine Mission habe ich gerade abgebrochen? Log. Bedenkt das wegen abgebrochenen Missionen auch? Abgeschlossene Missionen. Wir hatten Methode. Irgendwas haben wir vermasselt. Wäre nichts zu verlieren. Was zum Teufel? Oh je, irgendwas habe ich vermasselt. Vermasselt doch. Brody, ich sehe dich. Jo. Gut, schauen wir uns die geortete Technologie der Skyens an, die du gefunden hast. Positiv. Mir nach, Commander. Falk nehmen wir nicht mit. Oh. Ich dachte, wir Androiden müssen zusammenhalten und Maschinen. Unweit im Norden orte ich fremde Technologie. Okay, dann sehen wir uns mal an, was da zu finden ist. Zuerst den Rückweg sichern. Ja, der muss gesichert werden. Oh, es hat mich getroffen. Muss mich wieder an die Tasten gewöhnen. Jetzt Energy Drink mal rein. Es ist so, als würde eine innere Stimme mir sagen, was ich tun soll. Ich darf nicht darauf hören. Nein, Crowley. Oh, knapp. Die Stand bei. Shotgun. Frage: Stand ursprünglicher Plan? Du meinst, die Menschen auf die nahende Bedrohung durch die Wissenden vorzubereiten? Positiv. Du siehst ja, was hier los ist. Ich würde sagen, dafür ist es jetzt zu spät. Sie haben ganz offensichtlich schon mit ihrer Invasion begonnen. Positiv. Ersten fetten Fight haben wir schon hinter uns. Was kann ich davon ausrüsten? Nur dich. Feindkontakt. Ja, ich habe sie schon gesehen.
Ein paar Hetzer der Fremden. Sie bewachen da irgendwas. Werden wir gleich herlocken da. Ah, der heilt aus. Sie gehen alle auf meinen Boy Crony. Hallo Jungs. Lass doch den kleinen Crony in Ruhe. Wenn mein Schwerterschaden auch so stark wäre wie der Shotgun-Schaden. Okay. Shotgun wird richten. Wo hast du denn hingetreten? Den letzten machen wir mit dem Schwert natürlich. Ja, wenn er am Boden liegt nur. Ein fauler Sack, du. Empfehle sofortigen Waffeneinsatz. Wir haben doch gerade alle Waffen eingesetzt. Frage: Identität der Wissenden gleich der fremden Angreifer? Alles andere würde mich sehr wundern. Aber sehr viel habe ich noch nicht herausbekommen. Warum kommt auf einmal jetzt Müdigkeit? Moni. Und zerbrochene Teller. Und die waren ganz. Nur vergraben. Water. Was ist das? Diese Hetzer waren keine Wachposten für Technologie der Fremden. Meine Ortung ergab lediglich bestimmte Ausrüstungsteile der Hetzer. Ja, sie sind ziemlich gut gepanzert für so einen Spähtrupp. Diese Truppe des Feindes wollte hier etwas installieren. Bedauerlicherweise nur eine sehr einseitige Kommunikation mit ihnen. Sie tragen Miniaturkontrollknoten bei sich. Kleine Rechnerchips, die sich schnell irgendwo installieren lassen. Etwas Ähnliches haben wir auch bei den Alps. Sie werden eingesetzt, um fremde Technik zu infiltrieren. Oder jemanden abzuhören. Ich würde so etwas als Wanze bezeichnen. Die korrekte Bezeichnung in diesem Fall ist Kontrollknotenchip. Sie verteilen diese Dinge also an strategisch wichtigen Punkten irgendwo in unseren Ländern. Wer weiß, wo sie diese Dinger schon im Einsatz haben. Vermutlich einer der Gründe, warum sie so effektiv agieren. Du hast ihre Technologie mit der der Alps verglichen. Heißt das etwa... Die Fremden benutzen eine ähnliche Datenübertragung wie wir. Gut. Wir könnten also unsere eigene Technik dazu verwenden, uns mit ihnen zu verbinden. Datenkompatibilität mit unseren Systemen liegt bei 85,9%. Gut zu wissen. Das war aufschlussreich. Such weiter, Kleiner. Wenn du wieder so einen Treffer hast, dann sag mir Bescheid, okay? Positiv. Kann ich da was machen? Klettern. Kann ich zerstören? Ne, schaut nichts aus. Das sieht aus wie das Teil aus Herr der Ringe. Das ist jetzt nicht besetzt. Die haben wir doch gerade noch getan. Vorsichtig. Aber sehr viel habe ich noch nicht herausbekommen. Jetzt kann ich noch mal reden. Und noch mal Teller looten. Verdammt. Ja, das passiert, wenn man einmal nicht an Quicksilver denkt. Wenn ich jede 5 Sekunden mache. Blablabla, 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 blablabla. Blap 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 blap. Okay. Quicksaven und dann campen. Und vielleicht mich an das Wort erinnern, das ich im Kopf hatte. Auge. Jetzt habe ich einen falschen Namen im Kopf. Wow, ist das chronisch. Kann ich. Alte Lampe looten, danke. Dann mich ranschleichen, probieren einmal.
Ich habe noch nie einen Stealth angeprobiert, aber die Fähigkeit habe ich. Was willst du mit? Wow. Ich habe zu wenig Ausdauer. Uff. Okay, da ist umgefallen. Danke, Crony. Was willst du mir damit sagen? Gut, dann verrate es mir halt nicht. Drachenklaue. Nein, nein, nein. Wo sind wir auf der Karte? Ah ja, verstehe. Okay. Da oben ist noch eine fette Basis. Ignorieren wir mal. Wo ist Moira? Park. Ah. Wo haben wir denn Moira vergessen? Ist sie hier irgendwo? Ah ja. Können wir mal Moira besuchen. Hohe Elex-Konzentration in der Region gemessen. Abbau empfohlen. Ich glaube nicht, dass das den Alps gefallen würde. Nein, wahrscheinlich nicht. Mangelhafte Ausführung. Der Nächste. Ich renne in die richtige Richtung. Ja, 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 ja. Oh. Haben wir sonst noch was Interessantes hier? Was hältst du von der Theorie, dass sie das Silo mit Absicht in die Luft gesprengt haben? Nein. Verschwörungstheorien hier drinnen in diesem Spiel? Wer hätte es gedacht? Jeder wahrscheinlich. Yo, Moira. Hat der mit falsches Gebäude, oder? Falsches Gebäude. Wo versteckt sie sich? Sie hat doch sicher wieder irgendwelche Speer gefunden. Hier drinnen versteckt sie sich. Ist das ihr Haus? So, ich würde gerne eine Gefälligkeit bei dir einlösen. Das heißt? Ich will, dass du mich auf meiner nächsten Mission begleitest. Wie sieht diese genau aus? Einige Kleriker sind in Caracas auf Erkundungstour. Ich will wissen, wie sie ticken und wie sie über uns Alps denken. Ich will ihre strategischen Pläne studieren und mir ein Bild davon machen, inwieweit ihr Gedankengut uns Alps gefährlich werden könnte. Verstehe. Weißt du denn, wo diese Kleriker gerade sind? Ja, aber nicht für wie lange. Wenn wir sie erwischen wollen, dann müssen wir uns beeilen. Okay, schauen wir uns deine Kleriker mal genauer an. Gut, also los geht's. Okay, let's go. Ich hoffe. Normalerweise kampieren sie in der Gegend vor uns. Wenn wir unauffällig bleiben, erbeuten wir ihre Pläne, die sie sicherlich irgendwo bei sich haben, ohne dass sie es merken. Doch das ist nicht die oberste Direktive in dieser Sache. Warum gerade die Kleriker? Glaubst du wirklich, sie könnten euch Alps gefährlich werden? Das Elex hat uns emotionslos gemacht. Bei unseren Brüdern und Schwestern, den Klerikern, ist das anders. Sie konsumieren kein Elex. Das kann ein großer Vorteil sein, wenn du mich fragst. Wir können doch sicher mit denen dratschen, oder? Geh du vor. Ich bin hinter dir. Merkwürdig. Hm. Wo habe ich das schon mal gesehen? Wir sind doch sicher freundlich. Hey Jungs, was geht? Hey, hier gibt es nichts für dich. Verschwinde! Du nennst sie Brüder und Schwestern? Wir Alps haben unseren Ursprung bei den Klerikern. Ich weiß, das wollen viele von uns nicht wahrhaben, doch es ist nun einmal die Wahrheit. Was war jetzt hier der Plan? Irgendwas von reinschleichen und Pläne klauen. Lauf gefälligst gerade. Nee. Rückenprobleme. Das war's. Mensch. Besser ich verschwinde. Wirklich, das war's? Verfluchte Made. Lalalalalala. Warum geht Mira campen jetzt? Jo, Mädel. Wir haben, was wir wollten. Über diesen starken Gegner bekämpfen.
treffen. Wenn ich Ziel hätte. Oh, wo ist das? Jetzt wirklich bei denen kämpfen? Oh, wir hätten das so friedlich lösen können. Und sie will wieder Blut. Dann gibt sie mir wahrscheinlich die Blut, dass ich Blut vergossen habe. Oh, sie sehe ich hinter mir einmal. Jo. Hier hast du die strategischen Pläne der Kleriker. Danke, das wird mich ein ganz großes Stück nach vorne bringen. Ehrlich gesagt halte ich deinen dämlichen Plan für reine Zeitverschwendung. Das sehe ich anders. Die Kleriker sind Menschenfreunde und haben eine sehr große Empathie. Das macht sie empfänglich für viele Dinge, die uns Alps verwehrt bleiben. Es hat viel mit Intuition zu tun. Sie lässt viele Handlungen für uns Alps sehr irrational erscheinen. Doch aus meiner heutigen Sicht sind sie das nicht. Wir können immer noch von unseren Brüdern und Schwestern lernen. Verstehe. Was wirst du als nächstes tun? Nach der Auswertung der Klerikerpläne schauen wir uns die Morkons näher an. Frag mich später noch einmal, wenn ich soweit bin. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Geht klar. Gut, werden wir gleich hinteleportieren. Schauen, wer sonst noch Missionen für uns hat. Ich komme vor, ein oder zwei Gefährten könnten uns noch fehlen. Hey, yo, Crony, hast du was Neues? Systemanalyse. Analysiere. Hauptprotokoll. Gut, 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 gut. Er wird wahrscheinlich gleich wieder abhauen. Zu wem anders? Du wolltest was? Ich habe meine alte Kampfdrohne wiedergefunden. Sie wird uns helfen. Eine Kampfdrohne der Alps, wenn ich richtig informiert bin, ja? Ich bürge für sie. Okay, okay. Du wirst schon wissen, was du tust. So ein Ding kann einem gute Dienste leisten, zumindest wenn man die Kontrolle darüber behält. Okay, damit können wir schon mal arbeiten. Hoffen wir, dass es auch weiterhin vorangeht. Was passiert jetzt als nächstes? Jetzt kommt für mich die Zeit der Bestandsaufnahme. Ich werde schauen, was wir noch brauchen. Und du machst am besten, nun, das, was du halt so tun musst. Wenn du noch mehr gute Leute ranschaffen kannst, dann immer her damit. Auch wenn du bei ihnen noch nicht sicher bist, ob sie gänzlich vertrauenswürdig sind. Je mehr, desto besser. Ich krieg den Haufen schon irgendwie in den Griff. Irgendwas, was wir lernen können, wieder. Schaut nicht so aus. Fürs Erste wäre zumindest schon mal der Grundstein für die Verteidigung in der Bastion gelegt. Mach weiter so. Wir können hier jede Unterstützung gebrauchen. Ich glaube, Fuchs, bin ich schon fertig. Ja, nichts. Frank, was geht ab, mein androiden Freund? Hey, du meldest dich aber, wenn du ein weiteres Experiment starten willst. Ehrlich gesagt, hätte ich das schon längst getan. Aber? Ich bin mir nicht sicher, ob es zielführend ist. Das finden wir sicher heraus, sobald wir es starten. Also, wie sieht dein nächster Plan aus, um menschlicher zu werden? Ich möchte der Bastion helfen. Um die Bastion herum gibt es eine Menge Gebiete, die wilde Tiere und andere störende Kreaturen beherbergen. Lass uns auf die Jagd gehen und sehen, was wir tun können, um die Bastion vor ihnen zu schützen. Was genau soll das bewirken? Ich helfe damit meinen Freunden. Das ist doch eine dieser Sachen, die euch Menschen so menschlich machen, oder? Im Grunde schon. Dann lass uns losgehen. Du sagst mir, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Okay, lass uns jagen gehen. Sehr gut. Unterhalb der Bastion an den Gewässern sind vor kurzem ein paar ziemlich störende Flusskriecher aufgetaucht. Oh je. Um die sollten wir uns kümmern. Das sind keine leichten Gegner, das sind die Krokodilen, oder? Oh boy. Flusskriecher können ziemlich gefährlich werden. So wie die meisten Kreaturen Magalans.
Ja, die Alps zum Beispiel. Hm. Sollte das ein Scherz werden? Das sagt nichts. Schon gut, ich lasse so etwas lieber. Oh shit, das könnte... Genau, irgendwie. Das habe ich mir auch gedacht. Ah, mein Kopf! Da drüben! Die kommen beide auf uns zu. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ah, greift sich ein. Wir sind tot, wir sind One-Shot. Schau dir dieses Ding an, er wirft einen Stein. Goddammit. Wo ist meine Waffe hier? Ist das Crony? Hey, Crony ist mitgekommen. Guter Robot. Wo ist mein Boy? Einen haben wir schon mal. Team Star, fällt schon aus. Ich hoffe, dass ich bei den anderen mit dieser Aktion einiges Aufsehen errege. Hoffentlich mit dem gewünschten Ergebnis. Mit den Geräuschen kriegst du auch Aufmerksamkeit. Ach, okay, gute Arbeit, Junge. Commander, ich orte weitere Kontrollknotenchips. Dieses Mal in der Kraterregion von Ateris. Was machen wir später? Aremba. Tabu. Bitte wiederholen. was? Ortung, Kontrollknotenchips, Ateris. Sehr gut. Wir sollten noch einmal einen Kompatibilitätscheck mit den Dingern machen. Was bräuchtest du, um diese Chips eventuell zu übernehmen? Ein Virus? Bestimmte Steueralgorithmen? Was ist möglich, woran wir jetzt noch nicht denken? Informationen dazu noch unzureichend für eine verlässliche Aussage. Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest. Fakten lassen sich nicht fehlinterpretieren. Schon, aber ab wann ist es für dich ein Fakt? Bei 80%? Bei 90%? Das hängt von der Beschaffenheit der Fragestellung ab. Okay, Crony. Ja, das meine ich. Nein, wir machen diese Mission zuerst fertig. Es sind anscheinend noch zwei weitere Todeskrokodil-Klauen. Irgendwo. Wie wird den Namen? Der Mukepark. So, das Fliegen, das war der kleine Drache. Letzter Energy Drink. Da geben wir gleich was Neues reinwirken. Oder einsetzen halt in den Slot. Frank zu zitieren. Naja. Was genau meinst du damit, wenn du sagst, hoffentlich mit dem gewünschten Ergebnis? Du willst doch, dass die Leute in der Bastion dich für deine Taten mögen, oder? Im Grunde, ja. So simpel formuliert, bringt es das Ganze schon ziemlich auf den Punkt. Ich mag dich, wenn wir diese Krokodile zu dritt ausschalten. Crony? Crony ist wieder abgehauen. Waffe wegstecken, ladet automatisch nach. Quick Tip. Ah, da ist noch ein Viech. Das ist die falsche Waffe. Zuerst ein Raptor. Wie viel Schuss haben wir noch? Ein bisschen was. Okay, passt. Nein, passt schon. Die Flusskriecher sind erledigt, nicht wahr? Sieht ganz so aus. Dann warten wir nun das Ergebnis ab. Ich danke dir. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit dir zu arbeiten. Das sagt man doch so, oder? Gern geschehen. Ja, genau. Er zittert noch im Hintergrund. Wie sieht's bei dir aus? Alles im Rahmen noch.
Okay. Er mag mich noch nicht ganz. Müssen wir uns noch mehr anstrengen. Ja, in Frank werden wir nett bleiben. Etwas Cooles in der Nähe, von der Karte her. Schaut nicht so aus. Ein paar kleine Städtchen. Händler Ivan. Ah! Wir waren ja ganz in der Nähe, die Morkons. Okay, Crony hat die nächste Mission für uns bereit gehabt. Where is my boy? My little boy. Da unten schwebt er rum, oder? Yep. Crony! Wir haben meine Arbeit zu erledigen. Okay, suchen wir die Chips in Ateris. Positiv. Irgendwo vor uns orte ich die nächsten Kontrollknotenchips. Gut, ich gehe vor und du folgst mir. Könnte sein, dass wir wieder auf Feinde stoßen. Aber zuerst bereite müssen mich vor. Geländeabfall registriert. Bodenanalyse eingeleitet. Der Weg zurück schaut nicht gut aus. Und was hat deine Analyse ergeben? Spuren von geschmolzenem Gestein und Elex-Ablagerungen im Boden entdeckt. Die Ablagerungen deuten darauf hin, dass in einem Zeitraum von 151,4 und 170,3 Jahren ein großer Meteoriteneinschlag stattgefunden hat. Einfach. Oh Mann. Habe ich meine eigene. So ein Dreck. Ja, nachher dauert schon fast zu lange. Und was hat deine Analyse ergeben? Spuren von geschmolzenem Gestein und Elex-Ablagerungen im Boden entdeckt. Die Ablagerungen deuten darauf hin, dass in einem Zeitraum. Au! Nicht klasse, Gott. Ja, verdammt. Ich habe die falschen Tränke mit dafür. Oh, nicht zu den Rippern runterlaufen. Was habe ich hier angelockt? Eine Pelzratte. Okay. Ja, bekämpft was anderes. Sehr gut. So ein Dreck. Nein, steck die Waffe weg. Okay. Habe ich die Ripper? Oh je, oh je, oh je. Jetzt habe ich alle rausgeholt, alle Gegner. Okay, wir rennen doch rauf. Die Party. Da unten geht mir dann zu viel ab. Kommen die Ripper? Die Ripper kommen. Verdammt, was habe ich hier denn angestellt? Oh je. Yeah. Rolly, wir haben Mist gebaut. Der hat Leben. Verdammt, hat das Ding Leben. Kann ich meine ganze Schrotflintenmuni aufbrauchen?
Okay, wir haben es geschafft gleich. Ich orte eine Reihe von Kontrollknotenchips, die diese Hetzer bei sich trugen. Kompatibilität unverändert. Sie haben sich offenbar an den alten Dingern hier zu schaffen gemacht. Positiv. Sie stecken die Chips also in irgendwelche Objekte wie alte Rechner oder ähnliche Maschinen der alten Welt. Der Elektroschrott ist ein ideales Versteck für Lebewesen ohne Sensoren für extreme Frequenzbereiche. Ihr Maschinen habt so einige Vorteile. Den Skyans muss aber auch klar sein, dass wir ihre Wanzen finden. Jedoch können wir den genauen Zweck dieser Kontrollknotenchips bisher nur extrapolieren. Ich wünschte, man könnte die Chips irgendwie zum Explodieren bringen. Wir brauchen mehr Informationen. Könnten wir dazu nicht einfach ihre Waffen, Rüstungen oder sonstige Apparaturen der Fremden auseinandernehmen? Diese Kontrollknotenchips enthalten einen großen Teil der Datenverarbeitungstechnologie der Fremden. Je mehr ich von ihnen finde und im Einsatz beobachten kann, desto bessere Ergebnisse kann ich bei ihrer Analyse erzielen. Na schön. Dann melde dich, wenn du weitere Chips orten kannst. Stelle Sensoren auf Empfang. Überlebe. Okay, passt, passt. Er ist noch bei uns in der Party. Ja, als nächstes werden wir zu den Outlaws gehen. Shotgun-Muni nachkaufen. Das ist gerade ganz wichtig. Da ich hauptsächlich mit der gerade arbeite. Und weiter bei den Outlaws herumtragen. So, das Elex-Trank. Oh, das Elex-Trank. Ich habe die Kleinen noch nicht getrunken, weil ich zuerst schauen kann, ob ich sie umwandeln werde. Umwandeln kann. Da hinten Spezialloot für mich. Ja, ein bisschen was. Das Shotgun-Money. Lass mal zählen. Mist. Ich habe mein Jetpack ein bisschen abgegradet, aber anscheinend hat es nicht viel verändert. Thomas, die Tank Engine haben wir gefunden. Thomas, die Lokomotive, in Deutsch, glaube ich. Wahrscheinlich. Ah, da haben wir noch was übersehen. Und wir müssten noch weitere Leichen herumlegen, wir haben ja ein ziemliches die Metzel hier veranstaltet. Verschmolzenem Gestein und Elex-Ablagerungen im Boden entdeckt. Die Ablagerungen deuten darauf hin, dass in einem Zeitraum von 151,4 und 170,3 Jahren ein großer Meteoriteneinschlag stattgefunden hat. Genauer lässt sich der Zeitraum leider nicht bemessen. Sorry, hab gerade nicht wirklich zugehört. Mach nichts, Kleiner. Da liegt noch Blut, die holen wir uns. Oh, da hat noch gedodged. Oh, oh, Rückzug, Rückzug, hol die Shotgun raus, Junge. Gutes Teamwork. Ja, es braucht mehr Shotgun-Money. Mit der zerlegt man wirklich alles gerade. Energiezellen. Was ist das wert? Hm. Ah, hallo, kleiner Hund. Ich habe dort drüben noch einen Bergkroll gesehen, den werden wir uns auch gleich holen. Pirat, der klitscht sonst zu. Zubi! Sind wir nicht direkt bei den Outlaws? Ha! Ist ja geil. Genau da wollte ich hin. Wo ist der kleine Bergtroll? Den zerlegen wir doch noch schnell, wenn wir schon da sind. Was haben wir hier? Und der. Und wie macht das? Nichts. Das macht auch zu wenig. Crony, nein! Das wird mir meine ganze Shotgun-Money kosten.
Er schießt gerade einen Kloni an. Anscheinend habe ich seinen Schwachpunkt gefunden. Daneben. Blablabla. Und jetzt hat Rockfro ein, hat Rockfro verfehlt. Ich bin erkundungsfreudig. War keine geile Loot, nachdem ich die fetten, den fetten Typen gerade zerlegt habe. Ist das nur ein Hintereingang ins Fort? Hier ist ein bisschen Blut. Danke, Scharfschützen. Davon hatten wir doch schon gerade einen gefunden. Blutflint Money. Plasmazellen, wirklich. Das Plasmazellen City. Okay. Oh, schauen wir da noch rauf. Dann ist die Episode vorbei. Nee, nee. Vielleicht der andere Ball. Was ist der Trank, den ich gefunden habe da? Geschicklichkeit, rein damit. Blub. Hat sich das Ding gerade wieder bewegt? Mir ist vorgekommen, es hat sich gerade wieder bewegt. So. Uff, wenn das wieder ein Falltod gewesen wäre. Schauen wir mal, ob die Wache mich einfach so reinlässt. Ah, ich muss niesen. Ich weiß nicht, ganz sicher wirkt sie nicht mit den ganzen Viechern rumherum. Wir haben einen Unhold neben. Einfach mal einen Unhold neben dem Lager. Warum nicht? Wenn der auf die Stadt zugeht, macht das mit den Outlaws. Nein, meine Schrotflinte so viel Schaden macht vielleicht nicht, aber trotzdem. Interessant. Cool, cool. Oh. Noch Grabschänden ein bisschen. Klebeband auf dem Grab. Und muss es ja zusammenhalten. Das ist der Friedhof, den ich in diesem Spiel gesehen habe. Das Serker waren wahrscheinlich vergraben. Ah, Alex. Irgendwer Interessantes hier. Sagen wir nichts den Namen. Obo, Tomo. Bobo, Becky, das Haus kennen wir doch. Da waren wir früher schon mal. Niemand Bekanntes hier? Kein William. T-800. Dann haben wir hier Lena und Stefan. Ein neues deutscher Name, vielleicht auch die Developer, Familien. Keine Ahnung. Schauen wir mal, ob sie mich reinlassen. Unnatürlich hohe Konzentration an Pheromonen in der Atemluft registriert. Dies könnte auf gefährliche Individuen hinweisen. Gefahrenstufe angehoben. Phero? Phero was? Oh, yeah. Definitionsanfrage. Pheromon. Substanz, die von einem Individuum nach außen abgegeben wird, um bei einem anderen Individuum der gleichen Art spezifische Reaktionen auszulösen. Aha. Ray? Hey, nein? Wo willst du hin? Ich will zum Duke. Ist das so? Ist schon gut, Bully. Thank you.
Das ist der Zug. So, du bist also dieser Kerl. Ich hab von dir gehört, aber ich hab gedacht, du wärst größer. Du bist Baxter, der Duke von Arteris. Höchstpersönlich und in Farbe. Was machst du hier in meiner Stadt? Man sagt, du hättest vor vielen Jahren das Fort von Tavar regiert. Ja, lange ist's her. Und ich sage dir, noch einmal lasse ich mich nicht von meinem Thron stoßen. Wenn du hier bist, um Ärger zu machen, dann hast du dich geschnitten, Freundchen. Die Stimme passt nicht zum Gesicht. Ist das der Grund, warum du hier draußen anzutreffen bist? Du meinst, warum ich nicht in meiner Halle in der Mitte der Stadt bin? Hector, meine rechte Hand, regelt die Dinge der Stadt. Währenddessen kann ich mich hier um wichtigere Dinge kümmern. Und das wäre... Strip-Thesis. Dafür zu sorgen, dass Arschgeigen wie du hier keinen Aufstand anzetteln, zum Beispiel. Du hast einen Strohmann auf deinem Thron sitzen und kauerst hier im Schatten. Reiß die Fresse nicht so weit auf, Freundchen. Ich habe keine Ahnung, was du hier bei uns zu suchen hast. Aber ich kenne dich. Wäre nicht das erste Mal, dass du eine ganze Stadt in Aufruhr versetzt und das Oberhaupt stürzt, nicht wahr, Jax? Du Penner hast es einfach nicht drauf, das ist die Wahrheit. Mit der Machtübernahme der Berserker im Fort hatte ich nichts zu tun. Logan, der damalige Duke von Tavar, hat sich von einer Übermacht von Edan-Kriegern aus seinem eigenen Hauptquartier vertreiben lassen. Tatsächlich? Wie auch immer, ich trau dir nicht. Du bist ein Grenzgänger, ein Außenseiter und hattest nie wirklich einen Anführer, dem du die Treue gehalten hast. Du kennst mich nicht. Vielleicht nicht, vielleicht aber doch. Männer wie du sind gefährlich. Ich werde dich im Auge behalten, Freundchen. Dann Fischaugen. Rekrutierst du auch neue Leute? Ich rekrutiere hier gar nichts. Darum kümmert sich meine rechte Hand in der Halle. Wenn du einen Tribut vorzuweisen oder wichtige Neuigkeiten von draußen hast, dann immer her damit. Ansonsten verpiss dich. Arteris scheint das einzige Land zu sein, das von den fremden Eindringlingen bisher größtenteils verschont worden ist. Du meinst diese dunklen Bolzen, die vom Himmel gefallen sind und die ihre Höllenbrut über uns gebracht haben? Wir haben schon genug von diesen Viechern platt gemacht. Aber es kommen immer wieder neue, die reinste Plage ist das. Doch haben sie bisher noch keinen dieser Türme im Krater errichtet? Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es so bleibt. Wenn irgendwo Scheiße passiert, dann sind wir Arschgeigen hier unten meist die Ersten, die sie abkriegen. Kannst du den Mädel da hinten nicht eine Pause gönnen, während wir reden? Was gedenkst du gegen die Eindringlinge zu unternehmen? Was glaubst du denn, du Penner? Wir werden uns verteidigen, solange es geht. Ende der Ansage. Was sollten wir auch sonst tun? Es ist ja nicht nur euer Problem. Hey, warte mal. Du bist doch nicht hier, um mit mir über eine Zusammenarbeit mit den Alps, Berserkern oder so eine Scheiße zu diskutieren, oder? Lass es besser, sonst ramme ich dir meinen Stiefel in deinen Arsch, klar? Die anderen Gilden haben sich nie um uns Outlaws geschert. Sollen sie verrecken. Baxter, der zottelige Jäger macht Ärger. Er weigert sich, vernünftiges Fleisch zu besorgen. Seiner Meinung nach bezahlen wir ihn zu schlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das tun sollten. Das gehört sich nicht. Ansonsten bringen wir ihn um und geben einem anderen den Job. Die zweite Option wäre zumindest meine erste Wahl. Dieser ranzige Fraß ist auf jeden Fall eine Beleidigung für jeden Darm. Raus, aber schnell. Schlechter Zeitpunkt. Wenn du nicht gleich weg Endlich bist, habe ich meine Ruhe. Wenn du meinst. Hey, du. Was willst du schon wieder? Ich kenne dich. Ach ja? Ja. Du bist doch Jax. Diese Kalkleiste aus dem Norden. Der Kerl, der uns alle in den Konvertern versklaven wollte.
Das ist schon lange her. Aber ja, ich bin Jax. Na und? Man sagt, du seist gut. Tut man das? Wenn ich mir dein Gerippe so ansehe, kann ich kaum glauben, was man sich über dich erzählt. Okay, mach's kurz. Was willst du von mir? Vielleicht gefällt mir deine Visage einfach nicht. Dein Problem. Nee, ich muss ja nicht damit herumlaufen. Ich habe keine Zeit für sowas. Dann wirst du sie dir nehmen müssen. Oh. Geh mir aus der Sonne. Ich glaube, ich poliere dir jetzt einfach mal die Fresse. Gratis. Nur um mal zu sehen, was du so drauf hast. Let's go, let's go. Oh, er schießt ja. Hallo? Brony, wir haben einen Fight hier. Was wird das jetzt schon für ein Kampf? Wo ist er denn hin? Wird das echt ein Distanzkampf? Ja, das wird ein Distanzkampf. Okay, die Zeit haben wir. Wir tanzen mit Bully. Wirft er! Weh, du wirfst eine Granate. Du Verrückter. Eieiei. Uff. Hör auf, eine Granate zu zücken. Ja, Mann. Dann kannst du mitkommen. Nur ein Ausrutscher, weiter nichts. Vielleicht bist du dann in Zukunft ein bisschen vorsichtiger. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, du Lackaffe. Für Typen wie dich gibt es hier im Krater keinen Platz. Besser für alle, wenn du gleich wieder verschwindest. Wirst du dafür bezahlt, dass du hier jeden anrannst, der dir nicht gefällt? Es geht dich einen Dreck an, was meine Aufgaben hier im Krater sind. Ich glaube, ich werde mich nochmal mit deinem Boss unterhalten. Du, was du nicht lassen kannst. Hauptsache, du verschwindest aus meinem Blickfeld. Muss ich mich bei dir für die Gastfreundschaft bedanken? Was denn? Ich weiß nicht, wovon du redest. Deine Schmeißfliege da macht ganz schön großen Wirbel. Tja, Bully mag keine Fremden. Schon gar nicht solche, die aus der Gosse kommen. Oh. Sagt der Kerl, der einen Schrottplatz sein Zuhause nennt. Man nimmt, was man kriegen kann. Komm, erzähl keinen Scheiß. Bully sollte mich doch aufmischen, oder etwa nicht? Ach, weißt du, ich habe eine große Verantwortung. Da muss ich genau wissen, mit wem ich es zu tun habe. Verstehe. Bist du jetzt schlauer? Was soll ich sagen? Du bist meinen Erwartungen nicht gerecht geworden, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem glaube ich, dass du ein gefährlicher Mann bist. Und wo du sowieso schon weißt, dass ich Bully auf dich angesetzt habe, habe ich jetzt eine neue Aufgabe für ihn. Bully wird dein Aufpasser. Er wird dich von nun an auf Schritt und Tritt begleiten und dich beobachten. Was? Ich soll diesem Dreckskerl hinterherlaufen? Hast du nicht gesagt, du willst endlich mal wieder in den Außendienst? Schon, aber da war nicht die Rede davon, dass ich den Aufpasser für so einen Penner hier machen soll. Oh. Tu, was ich dir sage. Ich will, dass du diesem Kerl hier auf die Finger schaust. Typen wie du machen immer dann am meisten Ärger, wenn man sie frei laufen lässt. Ich hasse Überraschungen. Also... Bully wird dich im Auge behalten und mir Bericht erstatten, was du alles anstellst. Deine Frisur klitscht. Und was ist, wenn dein Aufpasser unterwegs ins Gras beißt? Du solltest Bully nicht unterschätzen. Er ist mein bester Mann. Also sei froh. Er wird dir deinen Arsch retten, wenn's brenzlig wird. Und das gibt es gratis. Also halt deine Fresse und verzieh dich. Ich hab zu tun. Jo. Halt bloß deine dreckige Schnauze. Ich will nichts hören.
Das kannst du vergessen, so läuft das nicht. Wenn du schon an meinem Heck klebst, wirst du auch deine Pflichten als mein Waffengefährte übernehmen. Sonst kannst du gleich bei deinem Boss bleiben. Du Arschloch! Habe ich denn eine Wahl? Du hast den Duke doch gehört. Ich habe den Auftrag, dir zu folgen, und genau das werde ich auch tun. Also, wenn du mir schon hinterherlaufen musst, dann kannst du auch für mich kämpfen. Na, du bist ja mutig. Verlass dich aber nicht darauf, dass ich deinen Arsch rette, wenn's mal brenzlig wird. Das werden wir ja sehen, wenn es soweit ist. Okay, dann erkläre ich dir jetzt, wie die Sache läuft. Meine Waffengefährten haben einen Treffpunkt, und zwar in der Bastion von Caracas. Wenn wir also getrennt werden, dann geh dahin. Du kannst froh sein, dass ich dir nicht gleich den Hals umdrehe. Probier's. Sonst noch was? Ja, ja, schon kapiert. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. So, und jetzt halt die Klappe und mach, was du so machst, was auch immer das ist. Ich stehe einfach auf diese Stadt. Ja, ich weiß, der Müll quillt aus allen Ecken und es stinkt. Aber irgendwie stinkt es nach Heimat. Wenn du das sagst. Okay, wir sind hier fertig. Danke fürs Zuschauen, bevor er noch irgendwer mich anquatscht. Episode 4. Bye.